Sexualität ist ja eine Form von Kommunikation. Das heißt, ich kommuniziere mit einem Partner, einer Partnerin, ich teile meine, in dem Fall Wünsche mit und ich versuche die Wünsche des anderen zu verstehen und darüber in Austausch zu gehen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ich darüber sprechen kann. Das fällt aber nicht allen Menschen gleichermaßen leicht. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, wie man sagen kann, ich möchte, wünsche mir jetzt sexuell das und das von dir. Man kann mit den Augen sprechen, man kann versuchen, dem Partner oder der Partnerin mit Gesten zu zeigen, was man will, oder die Hand zu führen. Man kann aber einfach das tun, was man sich wünscht und sozusagen vorangehen, also dem Partner einladen, einem selbst zu folgen, indem man sich in eine Richtung begibt, durch Interaktion, durch Handeln, die einem selbst gefällt. Also das, was ich möchte, was sexuell passiert, muss ich tun. Wenn das mit der Sprache ich mir wünsche, also wenn ich mir wünsche, darüber zu sprechen, bin es aber nicht mehr so gewohnt, habe vielleicht schon ganz lange nicht mehr über Sexualität gesprochen, dann ist es vielleicht leichter, erstmal, ich sag mal, am grünen Tisch über die Sexualität zu sprechen. Nicht während des Sexualaktes miteinander zu sprechen oder zu üben, das und das zu sagen, sondern vielleicht erstmal bei einem ruhigen Gespräch zu sagen, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, wie geht es uns gerade in unserer Sexualität. Das ölt ein bisschen sozusagen die Stimme und man kommt darüber ins Gespräch. Manche tun sich leichter, darüber zu sprechen, wenn sie gerade nicht in der sexuellen Situation sind, sondern ein Stück daraus treten. Und allein das, darüber zu sprechen, verändert auch, wenn es dann wieder zum Sex kommt.